Hallo, schön, dass du wieder hier bist. Es ist genau Zeit, die Kinder zu wecken. Du bist also genau pünktlich. Komm, lass uns gucken. Aufwachen! Hey, hey, los geht's! Aufstehen. Na gut. Aufstehen, dann aufstehen. Hopp. Oh, der Spaß kann beginnen. Bin ich etwa der Letzte? Ich bin auch da. Wenn alle da sind, dann zählen wir sie eben ab. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Dann waschen wir jetzt eure Gesichter. Ah, schön frisch. Super. Auch ein Sheriff braucht manchmal eine kleine Erfrischung. Ist ja total kalt, das Wasser. Kinder, wo ist eigentlich Mike? Ich habe den nicht mehr gesehen. Ich bin hier. Ich mag kein Wasser. Ich will mich nicht waschen. Aber Mike, das macht doch richtig Spaß. Wie wäre es denn, wenn ich dir helfe? Komm. Alles klar? Na siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Und jetzt bist du schön frisch. Sharon, was machen wir heute eigentlich? Heute spielen wir Krankenhaus oder Arztpraxis, wie ihr wollt. Hier habt ihr euren Patienten. Den setzen wir jetzt hier hin. Dieser Patient muss als erstes untersucht werden. Ihr könnt ihn auf alles Mögliche kontrollieren und vielleicht muss er sogar verarztet werden. Fangt an! Und wo sind unsere Instrumente? Sie habe ich hier. Als erstes könnt ihr den Patienten abhorchen. Ich habe die längsten Ohren. Das kann ich am besten machen. Alles klar. Bitte einatmen. Und wieder ausatmen. Und nochmal einatmen. Und wieder ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und wieder ausatmen. Prima gemacht. Ich glaube, ich kann schon mal das Fieber messen. Siebenunddreißig. Die Temperatur ist okay. Sullivan, möchtest du nicht den Hals untersuchen? Hier habe ich ein paar Stäbchen. Klar, kann ich schon machen. Bitte einmal A sagen. Alles klar. Der Hals ist okay. Da gibt es kein Problem. Und ich werde die Augen und die Ohren untersuchen. Interessant. Jetzt die Augen. Aua, du tust mir weh. Ups, Entschuldigung. Sharon, unser Patient hat eine tiefe Wunde am Fuß. Die müssen wir verarzten. Super Diagnose.
überhaupt. Ihr seid klasse Ärzte. Dann verbinde bitte den Fuß. Das haben wir gleich. In Ordnung. Und damit die Wunde schneller abheilt, geben wir unserem Patienten Vitamintabletten. Bitte schön. Das habt ihr echt super gemacht. Ihr könnt so lange spielen gehen und ich koche euch etwas zu essen. Hey, wartet auf mich! Leute, was spielen wir eigentlich? Leute, ich habe eine Idee. Hier haben wir drei Zielscheiben. Wie wäre es, wenn wir mit dem Ball dagegen schlagen? Wer am öftesten trifft? Tolle Idee, Sullivan. Darf ich zuerst? Darf ich zuerst? Getroffen! Ich habe getroffen! Jetzt möchte ich aber versuchen. Unglaublich! Du hast gleich zwei getroffen. Wer ist als nächster dran? Ich bin jetzt dran. Juhu, auch zwei! Jetzt wir! Juhu! Wir sind alle ziemlich treffsicher. Aber so langsam habe ich Hunger. Ich würde gerne etwas essen. Laufen wir zurück? Kommt mit! Heute gibt es bei uns Reibeplätzchen mit Marmelade. Zuerst nehmen wir Kartoffeln aus dem Schrank und machen unseren Kartoffelteig. Dazu schlagen wir ein Ei. Dann machen wir jetzt 5 Küchlein. Dann braten wir sie jetzt aus. Sharon, Sharon, ist das Essen schon fertig? Wir sind am Verhungern. Kommt rein. Die Reibeplätzchen sind schon fast fertig. Ihr könnt also den Tisch decken und die Marmelade aus dem Kühlschrank rausholen. Aufgepasst! Jetzt kommt das heiße Essen, damit ich hier niemanden verbrenne. Und dazu leckere Himbeermarmelade. Guten Appetit! Eine meiner Lieblingsspeisen. Schmeckt wirklich gut. Danke, Sharon. Gibt's eigentlich noch Nachschlag? Ich krieg mein Reibeplätzchen nicht ganz aufgegessen. Du kannst mir also helfen.
Danke. Schmeckt das gut? Danke, Sharon. Woody, ab nach Hause, Sohnemann. Woody, du wirst offensichtlich abgeholt. Ja, auch ein Sheriff muss mal gehen. Bis bald, Leute. Tschüss und danke. Und wir werden auch schon abgeholt. Tschüss, bis bald und danke. Tschüss, bis bald. Kinder im Kindergarten hier bei mir haben heute gelernt, wie man Fieber misst oder ein Verband anlegt. Kannst du das auch schon? Schreib mir in den Kommentaren und komm bald wieder. Tschüss.